Hallo YouTube, heute wollen wir Sinus ableiten. Und ich werde zuerst einmal sagen, was wir heute nicht machen werden. Heute werden wir nicht herleiten, warum die Ableitung so ist oder herleiten, wieso die Ableitung so ist, sondern wir werden heute uns nur die Ableitung anschauen. Es gibt die Herleitung, die einfach über die Definition der Ableitung läuft, das heißt über f von x plus h minus f von x und das Ganze durch h. Das hatten wir uns ja schon angeguckt, davon natürlich der Grenzwert von h gegen 0. Und da gibt es dann sogenannte Additionstheoreme von Sinus und Cosinus, die kann man in der Formelsammlung nachschauen und könnte man dann theoretisch benutzen, um daraus das Ganze abzuleiten, wie man Sinus ableitet. Ich werde es heute nicht machen. Was ich aber machen kann, ist einmal aufzuschreiben, was wir überhaupt mit einer Sinusfunktion meinen. Das heißt, Sinusfunktion ist generell eine Funktion, die einen Sinus oder Cosinus, je nachdem, beinhaltet. Es muss aber nicht der Sinus von x sein. Das heißt, wenn das hier x ist, oder es könnte auch Alpha sein, das ist dann y. Das heißt, das hier könnte zum Beispiel die Funktion sein 3 mal Sinus von 2x. Zum Beispiel. Das wäre immer noch eine Sinusfunktion, nur halt eine bisschen kompliziertere. Wir sehen, es ist eindeutig noch Sinus von x, aber es hat hier einen Vorfaktor hier einen Vorfaktor. Es ist aber trotzdem noch eine Sinusfunktion. Wenn wir das Ganze ableiten wollen, dann geht das folgendermaßen. Das muss man sich einfach nur merken. Das ist eine Sache, die kann man sich ziemlich leicht merken. Das heißt, zuerst kommt Sinus, dann kommt Cosinus. Dann wiederholt sich das Ganze. Aber negativ. Das war's. Das ist ziemlich simpel. Das waren schon alle Ableitungen, die wir jemals wissen müssen. Und zwar folgendermaßen: Ein Sinus abgeleitet ist Cosinus. Cosinus abgeleitet ist Minus Sinus. Minus Sinus abgeleitet ist Minus Cosinus. Minus Cosinus abgeleitet ist Minus Minus Sinus. Also Plus Sinus. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Das hier ist die Kette, sozusagen, mit der wir Sinus und Cosinus ganz einfach ableiten können. Nach Sinus kommt Cosinus. Nach Cosinus kommt Minus Sinus. Das sind die drei Schritte, die man sich am wichtigsten merken muss. Und das nach Minus Sinus, dann minus Cosinus kommt, kann man sich dann vorstellen, oder dass nach minus Cosinus minus minus Sinus kommt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur diese beiden Schritte hier merken. Aus dem Sinus wird ein Cosinus und aus dem Cosinus wird ein Minus Sinus. Der Rest ist dann einfach Logik. Das heißt, Sinus, Cosinus, Cosinus, Minus Sinus. Das sind die wichtigsten Schritte und die muss man sich einfach merken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel als Funktion Sinus haben, dann wäre unsere Ableitung Cosinus, unsere zweite Ableitung wäre Minus Sinus, unsere dritte Ableitung wäre Minus Cosinus und unsere vierte Ableitung wäre wieder Sinus. Natürlich verändert sich dabei was. Wenn wir zum Beispiel nicht den Sinus von x haben, sondern den Sinus von 2x, wie hier oben, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass wir da auch die Kettenregel benutzen. Denn gucken wir uns das Ganze einmal an. Das heißt, wir haben f von x gleich 3 mal Sinus von 2x. Was machen wir da? Ganz einfach, wir teilen uns das erstmal auf.
Das heißt, die Funktion ist erstmal aufgeteilt in 3 mal irgendwas. Das ist einfach nur irgendein Koeffizient, der interessiert uns erstmal nicht. Einfach nur 3 mal. Das brauchen wir nicht besonders abzuleiten. Der rechte Teil ist schon viel interessanter. Da haben wir einen Sinus von 2x. Das heißt, einmal können wir das aufteilen in die Funktion Sinus von irgendwas, Sinus von x. Und als innere Funktion haben wir dann 2x. Wenn wir das ableiten wollen, dann lassen wir die 3 da stehen. Können natürlich das auch Ganze mit der Produktregel machen, wird das gleiche rauskommen. Und dann der rechte Teil. Wir haben hier ein Sinus von 2x. Das heißt, zuerst einmal müssen wir das Äußere ableiten. Das heißt, aus dem Sinus wird was? Genau, Cosinus. Und das Innere stehen lassen. Und als Kosten dafür müssen wir da die innere Ableitung hinschreiben. Und fertig sind wir. Naja, nicht ganz. Wir können das noch ein bisschen vereinfachen, wenn wir jetzt ein bisschen pingelig sind. Dann schreiben wir da natürlich noch hin, ist gleich 6 mal Cosinus von 2x. Aber der große Unterschied ist es jetzt auch nicht. Aber wir haben gesehen, so können wir Sinus bzw. Cosinus ableiten. Wenn wir jetzt eine Funktion haben, minus Cosinus von 2x, dann können wir die auch ganz einfach ableiten. Aus Cosinus wird was? Minus Sinus. Nicht vergessen, die innere Ableitung noch dahinter zu schreiben. Und fertig sind wir. Das wäre dann 2 mal Sinus von 2x. So leitet man dann ab. Das geht eigentlich relativ einfach, wenn man einmal weiß, wie Sinus abgeleitet wird, wie Cosinus abgeleitet wird. Wir hatten schon besprochen, wie die E-Funktion abgeleitet wird. Das heißt, in den nächsten Videos werden wir ordentliche Funktionen ableiten. Das heißt, auch zusammengesetzte Funktionen. Das machen wir aber wirklich erst im nächsten Video. In diesem Video wollte ich euch nur kurz das Ding hier zeigen. Sinus, Cosinus, minus Sinus, minus Cosinus. Zeigen, wie eine Sinusfunktion überhaupt aussieht. Die geht natürlich hier auch weiter. Und eine Sinusfunktion beispielhaft oder zwei Sinusfunktionen beispielhaft ableiten. Das heißt, bitte vielleicht sogar ausschreiben irgendwo. Das Ding hier ist extrem wichtig. Sinus, Cosinus, minus Sinus, minus Cosinus. Das müsst ihr können, gut können. Und ich erinnere mich gerne daran, indem ich weiß, Sinus ist der entfernte, Cosinus ist der nahe. Das sind wie zwei Brüder, die sind immer irgendwie zusammen. Man kann Sinus ziemlich leicht in Cosinus umwandeln mit 90 Grad Verschiebung. Die beiden gehören immer irgendwie ein bisschen zusammen. Und auch beim Ableiten ist das so. Wenn man den Sinus ableitet, wird daraus der Cosinus. Wenn man den Cosinus ableitet, wird daraus minus Sinus. Also einfach merken. Okay, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß.